In diesem Video wirst du lernen, wie du die x-Koordinate eines Punktes ermittelst, wenn du weißt, dass der Punkt auf der Geraden liegt, von der du die Parameterdarstellung gegeben hast. Der Punkt P ist gleich xP2, liegt auf der Gerade g, x ist gleich 2 minus 4 plus t mal minus 4 und 8. Berechne xP. Wir wissen also, dass der Punkt P auf der Gerade liegt und haben von der Gerade g die Parameterdarstellung gegeben. Im letzten Video erinnere ich dich, was wir da gemacht haben. Wir haben gesagt, wenn ein Punkt P auf der Geraden liegt, wenn wir überprüfen wollen, ob der auf der Geraden liegt, dann ersetzen wir ihn statt x und überprüfen, ob in beiden Gleichungen das t denselben Wert hat. Versuche diese Tatsache im Hinterkopf zu behalten, wenn du jetzt alleine versuchst, die Nummer 1, also das xp, zu berechnen. Und für die Nummer 2 ermittle xp grafisch, zeichne die Gerade, ne, und lese dann den x-Wert ab, den du beim y-Wert 2 auf dieser Gerade irgendwo bekommst. Ich hoffe, das Beispiel ist einigermaßen gut gegangen. Ich werde dir jetzt zeigen, wie man das löst. Also, du ersetzt den Punkt P statt dem x. Nun kannst du zwei Gleichungen herausschreiben, nämlich xp ist gleich 2 plus t mal minus 4 und 2 ist gleich minus 4 plus t mal 8. Wie du weißt, wenn ein Punkt auf der Gerade liegt, dann muss in beiden Zeilen das t denselben Wert ergeben. Das heißt, wir rechnen uns jetzt das t in der zweiten Zeile aus, weil da haben wir eine Gleichung mit nur einer Unbekannten. Also, t ist gleich Fragezeichen. Du versuchst die minus 4 auf die andere Seite zu bekommen, dann haben wir 6 ist gleich 8t. Dann können wir durch 8 dividieren, bekommen t ist gleich 6 Achtel und das kannst du kürzen. T ist gleich 3 Viertel. Nun setzen wir das t ist gleich 3 Viertel in unserer ersten Gleichung ein. Ist gleich 2, plus mal minus wird minus, 4 mal 3 ist 12 Viertel. 12 Viertel kannst du durch 4 kürzen und du bekommst 3. Und 2 minus 3 ist minus 1. Das heißt, wir haben jetzt für unsere x-Koordinate des Punktes P minus 1 herausbekommen. Das heißt, der Punkt P ist minus 1 und 2. Und jetzt werden wir noch überprüfen, grafisch, ob wir auf dasselbe kommen. Ich habe die Grafik schon vorbereitet. Also, was du hier machst, du zeichnest zuerst den Punkt ein, den wir gegeben haben. Und dann zeichnest du den Richtungsvektor ein, also minus 4, 8. Dazu gehst du minus 4 Einheiten in die x-Richtung und 8 Einheiten in die y-Richtung. Und dann kannst du hier deinen Vektor einzeichnen. Und den kannst du dann einfach verlängern. Und dann bekommst du die Gerade. Und jetzt ist die Frage, wir haben den y-Wert 2 gegeben. Das heißt, wir müssen jetzt beim y-Wert 2 schauen, welchen zugehörigen x-Wert das wir haben.
Ja, das ist genau der Punkt hier. Und da haben wir genau die x-Koordinate minus 1. Das heißt, wir haben beim Rechnen und beim Grafischen dasselbe herausbekommen, was auch so sein sollte. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.